Wir haben dann gedacht, ja, wir wollen den Apfel jetzt weiterentwickeln. Wir haben gesehen, dass es auch Äpfel gibt, die rotfleischig sind, die rotes Fruchtfleisch haben. Also eine ganz neue Eigenschaft, die auch rot blühen. Wir haben da draußen auch Pflanzen am Stand. Und wir haben dann in 20 Jahren Zuchtarbeit versucht, rote, essbare Äpfel zu züchten. Weil die alten Sorten, die es gab, die rotes Fruchtfleisch hatten, also die zu allen Inhaltsstoffen dazu noch sehr viel Anthocyane haben, auch Anthocyane haben eben ihren hohen Gesundheitswert, die waren zunächst mal bitter, sauer, nicht essbar. Weil die Anthocyane von Haus aus sauer und bitter sind. Dazu kamen noch verschiedene zusätzliche Bitterstoffe, die in diesen alten Sorten drin sind. Und in 20 Jahren, in verschiedenen Züchtungsschritten, ist es uns gelungen, Red Loves zu züchten. So sagen wir denen, rotfleischige Äpfel, die eine rote Blüte haben, rotes Fruchtfleisch haben, auch eine rote Schale und halt eben sehr viel Anthocyan aufweisen und auch gut schmecken. Wir haben dafür auch schon Preise gewonnen in verschiedenen Ausstellungen. Wir kaufen im Jahr etwa 50.000 solche Bäume nur im Hausgartenmarkt. Es gibt auch Erwerbsanbauern, die beginnen, diese anzubauen. Durch die Addition des roten Farbstoffes zum Apfel sind die Äpfel mit einer etwas anderen Aromatik ausgestattet worden. Über das große Ganze gesagt kann man sagen, sie sind etwas säuerlicher geworden, aber gleichzeitig ist auch der Zuckerinhalt gestiegen. Sie haben also eine frischere, aber auch beerigere Aromatik als normale Äpfel. Ich sage manchmal im Spaß, es ist so, wie wenn wir eine Welt hätten, in der es nur Weißwein gab und dann ist der Rotwein dazugekommen. Also die Red Loves wären sozusagen der Rotwein, die alten Äpfel wären der Weißwein. Die ganze Aromatik ist auch komplexer geworden, weil halt eben andere Inhaltsstoffe da sind. Unsere Red Loves sind robust, schorfresistent, sie haben einen hohen Gartenwert, weil sie rosa blühen und wie gesagt sehr, sehr hohe Zuckergehalte zusätzlich zu den Anthocyanen. Und züchterisch ist es uns gelungen, dass sie trotzdem gut schmecken. Ich persönlich als Züchter bin ich überzeugt, dass in 20 Jahren rotfleischige Äpfel Red Loves besser sind als konventionelle Äpfel, weil man einfach mehr Inhaltsstoffe zur Verfügung hat, die man kombinieren und züchten kann. Was heißt das jetzt aber für den Gesundheitswert? Wir haben natürlich dann gesagt, ja, im Hinterkopf hatten wir immer, wir züchten jetzt einen Apfel, der auch viel gesünder ist als ein konventioneller Apfel, weil er ja diese roten Inhaltsstoffe hat, Sie sehen es hier, Sie sehen es dort, auch der Saft ist gänzlich rot und wir haben das dann auch mal untersuchen lassen und sind dann ein bisschen enttäuscht worden. Natürlich, wir haben die Anthocyane drin und unter ungefähr 100 Milligramm, 90 Milligramm pro 100 Gramm Frischgewicht. Aber wir haben dann da auch das gesamtoxidative Potenzial messen lassen. Das ist so ein Index, wo alles zusammengerechnet wird. Phenole, Polyphenole, Anthocyane und so weiter. Und da wird ein Index berechnet, wie antioxidativ ist diese Frucht, sind die Inhaltsstoffe. Und da waren dann die Red Loves schlechter als alte Mostäpfel, waren aber besser als zum Beispiel ein langweilig süßer Apfel wie Gala oder Fuji. Und eigentlich ist das auch logisch, in diesen alten Mostäpfeln, da hat man ja sehr viele Gerbstoffe, Säure drin. Und wir haben natürlich die Red Loves genussbar gemacht, gut gemacht. Ein Stück weit haben wir auch Bitterstoffe rausgezüchtet, nur die Anthocyane drin gelassen. Und indem wir sie besser gemacht haben, haben wir sie halt auch ein bisschen weniger gesund gemacht. Trotzdem sind Red Loves immer noch viel interessanter von den Inhaltsstoffen her als ein rein langweiliger süßer Apfel, wie zum Beispiel ein Gala, vielleicht auch ein Fuji. Also, man kann wahrscheinlich nicht alles haben. Also man kann nicht etwas ungeheuer Gesundes haben mit allen Polyphenolen, Bitterstoffen und so weiter, das dann auch noch gut schmeckt. Das ist fast nicht möglich. Und auch der Mostapfel oder die alte Sorte aus dem 17. Jahrhundert, die so hohe Werte hat, Gesundheitswerte, sie können sie nicht essen. Sie können sie allerhöchstens als Saft genießen. Und auch da immer Achtung, viele von diesen Inhaltsstoffen, zum Beispiel auch die Anthocyane, bauen relativ schnell ab. Wenn wir jetzt Inhaltsstoffe berechnen von Red Loves, bei den Anthocyanen sind das immer beim frischen Apfel. Aber wenn das verarbeitet wird, gepresst wird, haltbar gemacht wird, werden diese Inhaltsstoffe immer auch relativ stark reduziert.